Zum 20-jährigen Bestehen der Freiwilligen Agentur Kaiserslautern gratuliere ich Ihnen, liebe Frau Müller, und den MitarbeiterInnen sowie allen UnterstützerInnen sehr, sehr herzlich. Sie können stolz auf dieses Jubiläum sein, denn die Freiwilligen Agentur Kaiserslautern zählt zu den ersten Anlaufstellen in unserem Land, die sich in der Trägerschaft einer Kommune ausschließlich dem Ehrenamt gewidmet hat. 20 Jahre Dienst für die freiwillig engagierten Menschen in der Stadt Kaiserslautern ist nicht nur bemerkenswert, es zeigt auch, welch hoher Stellenwert das Ehrenamt in der Stadt genießt. Die Aktivitäten der Freiwilligen Agentur Kaiserslautern sind vielfältig und strahlen weit über das Stadtgebiet hinaus. Neben vielen anderen möchte ich erwähnen, dass sich die Freiwilligen Agentur Kaiserslautern am Landesprojekt Seniortrainer Rheinland-Pfalz beteiligt. Sie wirkt mit bei den landesweiten Ehrenamtstagen, war 2019 Gastgeberin des regionalen Fachtages Verein und Ehrenamt und ist stets eine gute Ratgeberin beim Runden Tisch Ehrenamt. Letztes Jahr wurde die Freiwilligenagentur Kaiserslautern mit ihrem Projekt der ehrenamtlichen Arbeitsmarktmentoren mit dem Ehrenamtspreis 4.0 ausgezeichnet. Vieles ließe sich in all dieser Zeit noch anführen. Dass in Kaiserslautern das Ehrenamt gelebt wird und es in der Stadt ein großes und vielfältiges ehrenamtliches Engagement gibt, ist sicherlich auch ein Verdienst der Freiwilligenagentur. Sie ist nicht zuletzt auch ein Vorbild und wegweisende Institution für viele andere freiwilligen Anlaufstellen in unserem Land. Rheinland-Pfalz nimmt im bundesweiten Vergleich einen Spitzenplatz im ehrenamtlichen Engagement ein. Darauf bin ich als Ministerpräsidentin natürlich ziemlich stolz. Es zeigt, dass unser Land offen, tolerant und engagiert ist. Dass dies so ist, und ich bin mir sicher, auch so bleiben wird, ist in zahlreichen ehrenamtlichen Organisationen, so auch der Freiwilligen Agentur Kaiserslautern, zu verdanken. Ich wünsche der Freiwilligen Agentur Kaiserslautern noch viele gute, erfolgreiche Jahre und weiterhin den Spirit, sich auf Neues einzulassen und damit unser Ehrenamt im Land modern, attraktiv und innovativ mitzugestalten. Das Land Rheinland-Pfalz wird Sie auch weiterhin unterstützen und fördern. Sie können auf mich zählen. Alles Gute!